Hey Leute und herzlich willkommen wieder zu diesem neuen Video. Ein Video der ganz besonderen Art, denn ich fahre nicht ganz normal in den Urlaub in diesem Video, sondern ich fahre nach Polen, ich mache einen Schüleraustausch dort. Und das werde ich für euch dokumentieren und euch alles zeigen. Następnie będziemy już kierować się w kierunku granicy niemiecko-polskiej, którą po stronie polskiej przekroczymy w Zgorzelcu. Drodzy Państwo, na pokładzie autokaru mogą Państwo skorzystać z oferty naszego minibarku pokładowego na pojęcie. Ja, Leute, ich bin jetzt hier in Zabrze, denn wir sind 12 Stunden nach gefahren und das ist mein Austauschpartner, Kuba. Zusammen gegessen eben und jetzt werden wir nochmal rausgehen mit ein paar Freunden und danach gibt es noch ein Stadtspiel in Zabrze. Ja, Leute, wir fahren jetzt durch einen Stollen, der ist stillgelegt und der wurde 2010 wurde renoviert und jetzt kann man hier mit dem Boot durchfahren, weil hier halt der Grundwasserspiegel anscheinend recht hoch ist. Und ja, ich zeige ein paar Eindrücke davon. Udostępniła pokłady węgla, które leżały nad poziomem sztolni. Jest made access to the legacy. Okay, dann dürft ihr jetzt sagen, wie fandet ihr es denn gestern in der Mine? Gestern in der Mine war es super schön. Mir ging's Die Mine war richtig spannend. Wie fandet ihr Katowice? Sehr schön. Sehr schön. Oh ja, ja, ich fand es ein bisschen langweilig in Katowice. Wir haben nicht so viel gemacht, aber ja. Wir werden euch berichten, was wir heute in Krakau machen. Oh ja, das wird genau, wir sind nämlich heute in Krakau und ich habe von meinen Austauschleuten gesagt bekommen, dass Krakau eine der schönsten Städte hier in Polen ist, weil die nicht so viele Bomben im Zweiten Weltkrieg abbekommen hat und deshalb noch viel Altes steht. Und deshalb werde ich euch jetzt mal alles hier zeigen und viel Spaß damit. Wir fahren jetzt nach Auschwitz und deshalb wird in diesem Video ein Einschnitt passieren,
Und ich werde das als getrenntes Video hochladen, da ich nicht finde, dass das ernste Thema Auschwitz in so einem Video dann drin sein sollte. Deshalb gibt es nochmal ein anderes Thema mit einem ernsten Charakter. Und ja, guckt euch das auch noch an. Ja, Leute, wir sind heute in Breslau. Wir mussten um 5:30 aufstehen und ich bin sehr müde. Aber ich hoffe, ihr seid nicht so müde wie ich und könnt das mehr genießen. Ich will nicht. Ja. Leute, letzter Tag. Wir fahren heute Abend, fahren wir wieder los nach Deutschland, kommen morgen früh um 7 etwa da an. Aber wir haben ja noch den Sonntag und wir werden jetzt gleich erstmal noch in die Jumphalle fahren. Und da nehme ich meine Actioncam mit und kann es auch noch filmen.